Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ghost Recon Wildlands. So, wir wollen jetzt in dieser Folge nochmal wieder ein bisschen Sachen sammeln. Und als allererstes würde ich gerne zu dieser Waffenkiste gehen. Was gibt's denn da? Eine SMG. Ja, die brauche ich nicht. Aber hier gibt es einen Hubschrauber. Nebenansatz auch noch eine Unterstützungsaufklärung, erhöht die Effizienz der Rebellenaufklärung. Das ist gleich nebenan sogar. Ich meine, das müsste doch gleich hier vorne gewesen sein. Oder? Drohne fliegt. Markieren Sie den Nachschub. Der Gegner? Nope. Wir haben keinen Fallschirm, ne? Dann nehmen wir mal gerade den Hubi. Okay, wir können. Irgendwo hier fliegt ein Santa, ein Unida-Hubschrauber. Da. Ah, wir kommen jetzt ein bisschen dahin. Können wir landen? Ist das groß genug zum Landen? Sollte eigentlich, oder? Jo. Da jetzt nur lang kommen. Ja, geht. Nachschub markieren. Käfer geht klar. Ich gebe den Rebellen den Standort. Dann holen sie sich ab. Bitte sie doch nächstes Mal, es ein bisschen näher an einer Kantine abzuwerfen. So, was haben wir denn hier? Hier hätten wir noch. Hätte ich keinen Punkt. Ein Treibstoff. Wir versuchen das Ganze mal aus dem Hubschrauber. Es dürfte wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein, ich bin der Fahrer. Tschüss. Bin mal gespannt, ob wir das vielleicht hinkriegen. Ich denke mal aber eher nicht. Ich denke mal, dass die uns wahrscheinlich eher platt machen werden. Wo ist denn der ganz? Da ist noch ein bisschen Santa Blanca. Steht das nicht, wenn wir da drüber fliegen? Ja, anscheinend nicht. Eieieiei, Hubschrauberbegleitung. Wo fahren die denn lang? Auf welcher Straße? Da unten fahren die. Mal gerade mal schauen. Ja, wir kommen hier nämlich direkt in so ein scheiß Lager rein. Da ist ein Sicario-Führer. Helfen wir ihm, sein Leben zu bereuen. Dann kann er miese Laune verbreiten. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. So, warte mal eben. Ich muss jetzt gerade mal eben hier. Zack. Braucht dieses fette MG. Wo ist denn das? War das der? Ja. Komm, explodier mal bitte.
Müssen wir die ganzen Leute denn einschüchtern? Ja, hier brennt auch gerade mal wirklich alles, oder? So, Nachschub markieren. Jetzt haben wir einen abholbereiten Tanklaster. Ist doch ein schönes Geschenk für die Rebellen. Ich wollte gerade sagen, die werden jetzt wahrscheinlich kommen. Stärkung läuft an, sonst wir einfach schnell verziehen hier. Das sind mehr Ziele für dich. Die haben ihren Amigo gefunden. Mist, runter, die werden nicht sehen. Zurück mit dir. Sieht aus, als wenn wir sind in der Position. Abhauen. Wie viel steckst du nur ein, du Pisser, ey? Ach, Alter, noch mehr oder was? Sie kommen auf uns zu. Was machen wir los? Alter, bin ich gerade schlecht. Hat die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Alles klar, Männer sind unterwegs. Das ist ein Zivilist. Oh. Entschuldigung. Na, der ist weg. So, dann wollen wir uns hier mal gerade ein Auto krallen. Und immer am besten, das ist an MG hinten drauf. Zack. Jungs, einsteigen. Okay, einer kann nicht mitfahren, so wie es aussieht. Bereit, Feuer frei. Roger. Abschuss bestätigt. Was muss den Hubschrauber oben schießen, mein Freund? Alter Schwede. Ist er noch nicht down? Jetzt ist er down. Gott. Los, alles platt hier? Ne, einer fehlt noch. Hier fehlt noch einer. Hier ist irgendwo noch einer. Was soll denn der sein? Da. Danke. So. Wir mal gerade gucken. Was liegt denn hier noch Schickes? Gedämpfter Schaft. Mhm. Was haben wir hier noch? Aufklärungsdaten. Das. Infos entdeckt. Ach, hier ist auch noch ein bisschen Nachschub. Ja, du, was sieht mich denn da gerade? Der Leutnant haut ab. Weh, der schießt den, Alter. Einschüchtern. Ich glaube, das war das. Riechst du das auch? Diesen Mix aus Pulverdampf, Scheiße und Blut in der Luft? Das ist Santa Muerte, die dich holen will. Dein Kartell hat einen Deal mit ihr, aber jetzt ist Zahltag. Sag deinen Amigos, wer für Santa Blanca kämpft, endet als Krähenfutter. Tire, si se calma, yo le juro. Ich hör auf! Ich verlass Bolivia! Ja, mach das besser. Ich nehme die Arschlöcher gerne in die Mangel, aber wir sollten sie nicht mehr laufen lassen. Ach, die Demütigung ist für so einen Macho-Arsch schlimmer als eine Kugel. Die Rebellen werden jubeln. Anschnallen, Leute. So, die Karre ist noch geiler. Wo haben wir denn hier gerade? Natürlich ist hier bestimmt gar nichts mehr gerade. Nimmst du einen Heli-Clown? Fahrzeugabwurf. Auch ein Heli-Clown. Wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade gekommen? Wir sind gekommen von hier oben, ne? Na ja, gut, dann könnten wir ja regulär dahin gehen und dann dahin gehen. Kann da von euch noch einer mit? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. So, hier ist auch gleich bedeutend viel mehr los. Das finde ich gut. Gleich viel mehr Rebellen unterwegs. Fährt sich auch wie ein, keine Ahnung, was ein Schwamm, ey. Gott.
Ach, das wäre so eine Sendestation, glaube ich. Kann das sein? Die ich hacken muss? Du Scheiße. Hallo? Wieso sehen die mich denn nicht? Wundert mich gerade so ein bisschen, dass sie mich nicht gesehen haben. So. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Wir brauchen C4. Ladung ist scharf, in Position. Einen zweiten Eingang. Wir sind alarmiert. Uiuiuiui. Okay, das war gerade ziemlich knapp. So, und hier können wir noch rein. Hab das C4 scharf. So, dann sprengen wir den ganzen Schiss mal. Wäre mal cool, wenn die mir helfen würden, ne? Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund, mutiger zu werden. Oh, schreib mich doch nicht so. Pisser. Unten sind natürlich noch welche. Ist mir egal. Einer weniger. Okay, haben sie erledigt. So. Geschafft. Alle noch ganz. Dann wollten wir, glaube ich, zum Hubi. Ach, zum Hubi sag ich. Zum. Ja doch, zum Hubschrauber, glaube ich, war das, ne? Ja, zum Hubschrauber war das. Kurzeinsätze machen hier. Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nee, darfst du auch nicht. Ja. Gut, dass du das selber merkst. So, warte mal, da unten ist das. Kommen wir denn da jetzt am besten hin? Was ist denn das? Ach, direkt an so einem Anleger oder was? Man muss aber auch eine Straße runterführen. Ups, Entschuldigung. Lassen wir mal hier oben stehen. Infos sammeln. Scharfschütze in Position. Da ist noch ein Tango, noch ein dritter. Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, als allererstes wieder meine Scharfschützen wegmachen. Der Tango ist hin. Noch ein bisschen näher ran. Nein, noch nicht mit der Drohne. Alles gut. Das wird wahrscheinlich kurz vorm Staudamm sein, oder? Wenn ich das richtig sehe. Wir hätten wahrscheinlich jetzt auch einfach so reinflattern können. Ja, nagelegener Einsatz. Ich weiß, das meinst du, wo ich gerade hin will. Frosch. So, auf jeden Fall jetzt aber die Drohne eben nehmen. Weil hier sind, glaube ich, noch ein paar mehr. Oh Gott, sind hier viele. Uiuiui. Position. Brauche neue Position. Einer fehlt und der dürfte wahrscheinlich da in dem Haus sein. Ich sehe das Ziel. Ziele fast. Oh, nee, da ist er. Oh, der muss weg. Hab ihn. Fuck, der sieht den gleich, der sieht den gleich, der sieht den gleich, der sieht den gleich. Ah, nein! Shit, die haben eine Leiche. Alles gut, alles gut. Haben die das nicht gereilt? Okay, bin unterwegs. Eine bessere Schusslinie. Ich brauche eine bessere Shit, Position. Ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Zeichen. Ja, warte mal mit... Der Knarre komme ich überhaupt nicht weit. Ich brauche mein Scharfschützengewehr. Wo haben wir das denn? War das das hier?
Schalldämpfer drauf, ja. Die Drohne wollen wir nicht. Habt ihr alle? Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Sehr schön, alles platt. Sind noch ein paar Kingslayer-Daten. Glaube, die Luft ist rein. Knappe Kiste. So, hier noch ein bisschen kommen. Läuft doch gar nicht mit. Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. So, Munition mitnehmen. Hier haben wir noch, glaube entweder eine Zubehörkiste oder eine Waffenkiste. Ah, Kingslayer-Daten vergessen. Geil, das kann ich gebrauchen. Oh, Handgriff Typ 2. Heiler, Zieloptik. Warum nicht, ne? Ne, ich glaube, ich behalte den. Wollen wir nicht übertreiben. So, Unterlauf, Handgriff Typ 2. Bisschen mehr Handhabbarkeit, finde ich gut. So, und jetzt können wir uns eigentlich, Entschuldigung, ich will da keine Sachen ins Wasser schmeißen, den Hubi klauen und den wegbringen. Zack. Kick an, das war doch gar nicht so schwer. Wo muss ich hin? Nach vorne hin. Warte mal, eben im Kopf Karte gucken. Achso, ja gut, Bukhara. Oder wie das noch heißt, Bukhara Alpha. Wo irgendwie Luftabwehr ist, ist alles gut. Habe ich nämlich. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Alter, das war knapp. Ne, ist ja gar nicht Bukhara Alpha, oder? Ne, das ist nicht Bukhara Alpha. Steht da wieder ein kleiner Hubschrauber, das finde ich gut. Vorsicht, die Viecher da unten. Zack. Hallo, bist du am Land bitte? Danke. Fett, ich melde den Rebellen den Standort des Helis, dann können sie ihn holen. Ja, die sind eh gerade da. So, nehmen wir direkt den nächsten Hubschrauber und jetzt haben wir hier alles erledigt. Was ist das? Ach, das ist wieder so ein scheiß Ding. Also das war das Flugfeld. Wir sind gerade hier. Das ist Bukhara Alpha. Hier ist alles Luftabwehr. Wir könnten jetzt natürlich mal unbekannter Ort hier hingehen. Und eine Waffenkiste. Was ist mit dem Licht hier gerade los? Hier ist das so hell. Das ist hell. Wehe, da vorne ist Luftabwehr, dann drehe ich am Rad. Dann hüpfe ich hier so raus. Ach, das wird wahrscheinlich der unbekannte Ort sein. Hier könnten Informationen sein. Ja. Könnten, ne? Lande ich denn jetzt am besten? Da ist ein Helikopterlandeplatz, aber ich glaube, wenn ich da runtergehe, habe ich ein Problem. Oh, wieso wird das jetzt schon wieder so dunkel, ey? Wir landen mal hier. Du Scheiße, da war ein bisschen zu früh auf E gedrückt. Ein Hubschrauber fliegt noch. Wie geil. Naja, so geil ist es, glaube ich, gerade gar nicht. Ich sehe nämlich nichts. Hopp. 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 Ich hasse das ja in der Nacht zu spielen, ne? Ja, gar kein Freund von.
Was ist das? So, oh, da oben ist eine Waffenkiste. Ach, das war die SMG. Wie viel haben wir denn hier? 5. 5 haben wir hier. So, auf jeden Fall der Hauptmann muss als erstes weg. Ziel, suche eine bessere Schusslinie. Geh auf neue Position. Kann loslegen. So, wir müssen dann hier weiter hin. Ach fuck, das sind auch noch 2. Das sind ja meine beiden, stimmt. Greife an. Abschuss bestätigt. So. Das war knapp. Da ist ein Sicario. Da, beim Truck. Ja, warte, lass mich mal gerade im Wechseln hier. Soll irgendwo einer sein. Hä? Ach, noch Kingslayer-Daten, da würde ich mir die natürlich auch gerne holen. Da ist der. Hab ein drittes Ziel. Warte, ich muss mal eben hier weiter, ich muss ein bisschen in Deckung. Weil. Sonst sehen die mich, während ich Aufklärungsarbeit mache. Der Kacke. So, komm her. Wo wir reinkommen, da kommen wir rein. Komm, ich nur ein Stück. Oh Mann, bewegt euch doch mal. Geh in Position. Hab das Ziel. Ach, fuck. Das ist so ein Kerl, den ich hätte einschüchtern können. So, dann holen wir uns mal schnell die Sachen hier. Ich habe ja, glaube ich, einiges. Wo waren denn die Kingslayer da? Wahrscheinlich oben, ne? Komme ich da hoch? Nur von außen, oder? War hier auf dieser Etage was? Nope. Dann ist es ganz oben. Warte mal, hier sehe ich noch was. Hallo? So. Ja, warte, wir müssen noch einen, oder? Zack. Ein mit dem Scheiß. Mitnehmen. Dokument erhalten? Ach so. Bild, gerade sagen. Warte mal, was ist denn das für ein Bild? Bildhinweis. Baupläne von El Svenus Mausoleum. Toll. Baupläne, wofür brauche ich denn diese scheiß Baupläne? Braucht doch kein Mensch. So, und jetzt holen wir uns erstmal den Hubschrauber und verpissen uns von hier. Dann sehe ich nämlich mal, weil wir sind schon bei fast 25 Minuten. Vielleicht überzogen heute. Aber macht ja nichts. Haben wir viel geschafft. So, wie gesagt, dürfen nicht allzu hoch fliegen. Hier ist Flak. Ach, ich hab was vergessen. Ja, super. Wenn ich schon hier bin, dann nehme ich mir natürlich auch die beknackte Knarre damit. So, sonst seht ihr ja mal gar nichts, ey. Hallo? Oh, wahrscheinlich ganz oben, ne? Ja. Das wollte ich schon immer. Das MG, ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Außer Gangster.
Also ich brauche das Ding nicht. Ich wüsste zumindest nicht wofür. Sagen wir mal so. Ich bin mal gespannt, wo wir gleich hin müssen. So, wo müssen wir hin? Da hinten wieder hin. Denken wir daran, dass es hier nicht um Ramon Feliz oder Computer geht. Es geht um die ganzen Kinder, die das Kartell verkauft hat. Immer noch verkauft. Soweit wir wissen, sind gerade neue Kinder in der Pipeline. Es muss mehr als nur ein paar Eltern geben, die ihre Kinder vermissen. Warum redet denn keiner? Sie müssen. Geht dein Kind verloren, sprichst du mit den Cops oder irgendwem. Der Presse. Die Eltern reden nicht, weil sie Bescheid wissen. Sie wissen, dass es das Kartell ist. Richtig. Und die korrupte Regierung nicht hilft. Sie haben nur uns. Der letzte Hoffnungsschimmer für die Eltern, ihre Kinder wiederzusehen, sind wir. Ja, das ist ja natürlich echt super sowas. Wenn die eigene Regierung nicht hilft, weil sie mittendrin steckt. So, und abwärts geht's. Ihr habt den zweiten Hubschrauber. Einen habe ich euch ja schon gebracht. Elias Plündern ist mein Hobby. Hua. Ja, heute auf jeden Fall. Kann mich die Viecher nicht abknallen? Nö, okay. Zum Glück. War ein Versuch wert. So. Guckt an, wir haben jetzt schon richtig viel geschafft heute. Steinbruch, da waren wir gerade eben. Das ist noch der unbekannte Ort. Wie soll das, wenn wir in der nächsten Folge hier den ganzen Shit machen und dann mal rübergehen hier? Weil es auch schon ein fertiger Einsatz ist, oder was? Okay. Ach, weil es sagt... Ah, okay. Da gibt es keine Dinger. Jo, ich würde sagen, machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bye, bye.